Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Kitsche. Wir sind hier auf Kedera. In der letzten Folge sind wir mal schnell zurückgesprungen und haben uns Drive geholt. Weil dieser Auftrag, den wir hier erfüllen wollen, den wir erledigen wollen, das ist ein Auftrag für Drag. Oder das heißt von Drag. Vielleicht sogar sein persönlicher Quest, ich weiß es nicht genau. Ist es so? Nö. Nee, gut. Nö. Okay, aber es geht um Spender und den mögen wir alle. Ja, den Drecksack. Den wir endlich überführen wollen. So, und das Gebiet hier ist vermint. Ja. Okay, schön anpeilen. Geht das auch? Was denn? Mit? Nee. Musst du wohl erschießen. Musst ja, du denn? Das geht nur mit Schießen. Ja, dann musst aber, du. Aber, da ist er doch. Ich hab's doch genau angepeilt. Nein, hast du nicht. Ich. Merk dir die Stelle. Du warst so kurz, glaube ich. Und ich bin ja näher dran. Das ist nicht so einfach, sieht die Stelle. Ja, da ist sie. Siehst du? Sieht so aus. So dunkel, oder? Keine Ahnung. Ja, das sind mehr als so dunkle Stellen. Ja, du hast recht. Du hast mich überzeugt. Aber. Bist du tot? Jetzt bin ich tot. Warst du nahe dran? Mann. Ich glaube, du warst jetzt doch zu nah dran, oder? Ja, ich war wohl ein bisschen zu nah dran. Gut gemacht. Und du hast recht, es waren wahrscheinlich mehrere als nur die eine. Ja, jetzt kann man mal sehen, wie schnell unsere Heldin sterben kann. Naja, so viel ist das. Ey, warte mal, hier vorne sind auch noch welche, glaube ich. Ich glaube, hier vorne sind auch noch. Weiß ich nicht, aber es kann ja sein, dass es nicht nur die eine ist. Ich weiß es nicht. Also bleib auf jeden Fall weiter weg. Da. Leute, geht ihr mal da hinten hin. Ich glaube, die sind. Bitte schön. So. Ist gut. Ich glaube, die sind unkaputtbarer als du. Ja, das könnte schon sein. Ja. Und du meinst, die sind weit genug weg. Mann! Wie Nachschlag. Weit? Ich kann doch gar nicht so weit weggehen. Darf ich mal laut lachen? Entschuldigung, es ist natürlich nie gut, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Gitter Rider sterben muss. Sag mal. Wie soll ich das denn machen? Vielleicht kannst du die gar nicht entscheiden. Ich konnte doch mal, die ist auch eine, vor meiner Nase. Ja, ist ja, auch eine. Da ist auch eine. Da ist aber auch ziemlich nah dran. Mann, das ist ja das reinste Minenfeld hier. Ja. Ich habe die doch immer problemlos gekriegt. So, also ihr beiden verzieht euch mal hier nach hinten. Bin unterwegs. Gut. Wir haben es gehört. So haben wir es gern. So, dann holen wir uns erstmal die hier. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die mit hochgegangen ist. Ja, das weiß ich nicht. Ach, was mache ich das denn? Jetzt? Ach, du hast ja Biotis. Ach, nö. Sag hier, mal. Halt. Gehen Sie in Deckung, indem Sie in aus großer Entfernung auf das Ding schießen. Du musst Deckung suchen. Ich meine, machen das nicht auch immer die Leute, die irgendwelche Sachen hier, wer weiß, so diese Bomben aus dem Krieg und so, wenn sie die entschärfen müssen, gehen sie doch auch, haben sie Sandsäcke. Hast du ein paar Sandsäcke vielleicht? Parat? Ja, hier. Ja. Also du musst in Deckung gehen. Wir nehmen mal ein paar Sandsäcke mit. Geh hier dann selten das große Entfernung. Okay. Also man wir sprengen alles. So, ey, das hat man aber noch nie. Weil war deine Waffe noch nie so gut. So, mal sehen, ob ich von hier aus überhaupt was gescannt kriege. Naja, auch, man kann natürlich auch durch das Minenfeld, aber dann weiß man nicht, ob unsere Freunde nicht irgendwas in die Luft sprengen. Ich sehe hier wieder nichts. Jetzt ist der Nomad weg und ich bin jetzt wieder hier. Wo soll ich denn hier in Deckung gehen, bitteschön? Weiß ich nicht. Sag mal, hier war doch alles verseucht. Jetzt ist der Nomad weg, jetzt sind auch die Minen weg. Och Mann, das ist aber ein bescheuertes Spiel hier. Okay. Das fängt ja schon richtig gut an heute. Ja. Sag mal, ich sehe hier nichts mehr. Hat da in der Zwischenzeit jetzt jemand eine. Die Minen da weggeräumt? Ist eine, hab's ja, ich hab's gesehen. Ja, hier ist ein Felsen. Okay, ich gehe in Deckung. Aus großer Entfernung stand da.
weiß nicht, ob die Entfernung groß genug ist. Und wie soll ich das jetzt bitte finden? Indem du dir die Stelle merkst, schätze ich mal. Ja, die Guck ist da hinten. Guck mal hier, da ist die. Man kann die hier sogar sehen. Durch den Stein. Ach, irgendwann schaffst du das. Da ist sie. Halt, klappen sie, ist weiter rechts, oder? Da unten ist sie, neben dem einen Stein da unten. Da oder? Ist sie, nicht ja. Das hier? Die sieht so aus, oder? Oder nicht? Ja. Ja. Da drüben war aber auch irgendwo eine. Aber hast du nicht letztens auch eine von denen schon... Ich habe doch schon eine ganze Menge Minen ohne Probleme entschärft. Ja. Aber das scheint wohl spezielle. Ja, hier halt, warte mal. Links. Links? Ist das was? Nee, ist nichts, sieht nur so aus. Nee. Da waren aber links welche. Ja, aber ich glaube, da hinten ist eine, auf jeden Fall. Da hinten ist eine. Sieht so aus. Wie sollst du denn da jetzt in Deckung gehen? Das ist eine Mine. Ja, erzähl mir mal, wo ich hier da ist ein in Deckung gehen soll. Naja, vielleicht nicht den, sondern die anderen Felsen nehmen. Aber egal, du wirst es wissen. Also, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Na, also man kann wahrlich sagen, dass die tödlich sind, nicht wahr? Wa? Wenn du dann endlich den Felsen gefunden hast, also meine ich hier auch. Also hier könnte ich theoretisch... Da ist eine, aber die ist ziemlich nah. Also kannst du hier... Geh dahinter. Deine Freunde solltest du vielleicht auch mal irgendwie... Nein, ist Dreck. Und hier, ihr beide, ihr müsst euch irgendwo hinsetzen stellen. Bin schon auf dem Weg. Ja, bleib da, du kleiner Dicker. Na, klein ist er nicht. So, wo war das jetzt nochmal? Da ist sie hier. Ich sehe sie. Ich sehe sie, aber es nützt dir nichts, wenn ich sie sehe. Ich weiß. Hier, da blinkt sie so. Siehst du sie nicht? Die ist geradeaus genau von dir hier. Wenn du an dieser... Da, ja. Bisschen nach... Ja, genau. Ja. Ach, ich genau. Lieb noch. So fein geht das, wenn du dir nur ein bisschen Deckung hast. Ich sollte mal speichern, weißt du? Bevor ich gleich wieder in die Luft gehe. Das kann die ganze Folge so gehen. Das kann eine Weile gehen. Dauern, bis wir da sind, wo wir hin müssen. Da hinten ist auch einer. Da ist die nächste. Ich sehe sie. Du siehst sie, ich nicht mehr. Ich habe sie gesehen, jetzt sehe ich sie auch nicht mehr. Ich musste noch mal ein bisschen runtergehen. Ne? Nee, das war's. Nein. Das war klar. Halt. Hier. Ich glaube, rechts war die. Guck mal, rechts. Ist da nicht rechts was? Was ist das? Am äußeren Rand rechts. Ich schieße jetzt auf alles, was verdächtig aussieht. Oh, das kannst du ja machen. Hast du genug Munition? Da ist eine. Das könnte eine sein. Nee. Also, die müssen ziemlich, die Typen müssen aber ziemlich, ziemlich taub sein. Du, aber ich glaube schon, dass es, ja, dass, das ist zum eindeutig. Beispiel ist eine ist deutlich. Oh, das hast du eine ganze Menge. Das bin aber gesprengt. Eine ganze Reihe jetzt hochgegangen. Na, das ist doch gut. Ja, ja. Das gefällt uns. Ja. Oje, wir haben Besuch. Das ist kein Besuch, das ist der Pathfinder. Oh, sie haben Spender muss gequatscht haben. Verschwinden wir von hier. Schnell! Ins Shuttle! Oh, die hauen ab, wir dürfen das nicht zulassen. Was ich hoffe, da gibt's keine nein, mehr. Nein, nein, nein! Warte! Warte auf uns! Nee, der haut der ja Bastard ab. Hat uns einfach ich zurückgelassen! Ja, aber die anderen sind auch da. Erwartet? Du wirst hier nicht kriegen, als holen lieber die anderen. Ich muss erst mal nachladen. So typisch. Typisch Träger Happy Person. Schießt aus dem Shuttle. Warum? Ja, ja. Eine kleine Waffe. Und hoffen, dass hier das sind Dinge. Doch noch einige. Noch fünf Stück. Der Typ. Hast du deine Freunde eigentlich wieder geholt? Oder bist du jetzt allein? Ach so. Oder willst du die alleine abmorzen? Viel eher und so, das wisst ihr ja.
Ich kann hier nicht in Deckung gehen? Warum kann ich hier nicht in Deckung gehen? Hä? Hast du deine Freundin jetzt gerufen? Ja. Ich würde nicht das sagen, dass du sie in die Hände kommen willst. Ah ja, wir sind jetzt so da. Da unten kommt einer, Ah. Das ist da oben. Das ist unser dicker Dreck. Der hier und unsere Cora. Schön. Vielleicht sollte ich da auch mal ein bisschen mitspielen. Ich würde sagen, oben ist noch einer. Das Shuttle ist ohne sie gestartet. Der springt da einfach. Was zum Teufel machen wir jetzt? Kämpfen, schätze ich. Da ist einer, ein Feind da oben. Toll, ja, bis ich da bin. Ja, die können besser springen wie ich. Ja, tatsächlich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du und einer ist tot von unserem Freund und zwar direkt übrigens. Weil du es noch nicht genau kann solltest. Gar nicht gut. Da unten ist er. Ja. Irgendwie war das Ganze und gar nicht gut. Nee, das ist ganz blöd gelaufen. Das ist ein Scharfschütze. Ich triff den nicht mehr. Willst du dich mit ihm mit Freunden anfangen? Hallo, Freunde. Eine mit dem Kroganerhammer. Dreck. Ach, wie geht das? Hey. Kannst du ihn ja noch ein bisschen verhauen. Ach, hast du ihn jetzt weggeworfen? Noch da. Nee. Wieder bin ja, ich. Hier. Jetzt. Hey, nicht schlafen gehen. Hier gibt es was zu tun. Toll. Ich würde sagen, ja, das war, ich habe die beiden mitten da reingeschickt. Das war natürlich absolut bescheuert. Hast du da reingeschickt? Ach so. Warum hast du das denn gemacht? Und du bist selbst in... Du bist der Chef, den man... Ja, den braucht man. Haben. Dann kann man sich von seinem Leben verabschieden. Naja, ist ja gut. Ich gestehe, ich habe da Schwierigkeiten mit dem Rumschicken. Rumschicken, ja. So. Naja, meine, du wolltest dich eigentlich opfern und ganz alleine hin. Das war ja eigentlich auch keine so schlechte Idee. Ja, das hätte ich bestimmt gut hingekriegt, die beiden schonen und... Ja, eigentlich bist du ja schuld. Du hast gesagt, ich muss die hinschicken. Ich habe gesagt, dass sie noch nicht da sind. Ja, eben. Hätte ich ja überhaupt nicht gemerkt. Oh, ich muss du wärst ja gern noch zum vierten Mal gestorben, stimmt's? Ich muss husten. Mann, so, kannst weitersprechen. Du wärst auch ganz gern zum vierten Mal gestorben, richtig? Ah ja. In dieser kleinen Folge. Ah ja. Ja, hier ist die Plattform ist aber ganz schön blöd. Für die Shuttle. Behälter sind hier, ist ja gut, aber wir haben jetzt keine... Doch, wir haben Ziel. Ah. Das ist schon mal ganz gut. Tja, naja, aber die wir eigentlich brauchen, sind wohl abgehauen. Warum steht Cora eigentlich da hinten so ganz alleine rum? Hat das einen bestimmten Grund? Hier steht, ich soll es kennen. Gut. Ich weiß nicht, warum Cora da hinten rumsteht. Also die hat jetzt keinen komischen Auftrag gehalten. Nein, ich habe keine Aufträge. Nein. Gut. Oder? Oh, was heißt das? Ach, ich weiß gar nicht, wie kann ich die zu mir rufen? Wenn ich das... Nee, die ist so. Eigentlich, wenn ich jetzt nach oben gehe. Hm. Dann schicke ich sie ja da alle da hin. Und dann verteidigen sie diesen Punkt auf Teufel komm raus. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt zu mir schicke. Zum Folgen. Wenn ich sie da hinschicke. Zum Folgen schick. Ja. Weiß ich auch nicht. Wie soll ich das wissen? Ich habe es ja noch nie gespielt. Hä? Was denn? Nee. Ja, jetzt. Ja, mal sehen. Nee, jetzt ist gelöscht, ja. So ist das gelöscht irgendwo hin, da muss man aber... Ich habe doch in den Himmel gezielt und nur einer... Nur Cora hat das registriert und dann musste ich es noch zweimal machen, bis Dreck das registriert hat. Also da habe ich echt Probleme. Dreck hat jetzt halt ein bisschen Schwierigkeit mit seinem Gedächtnis, nachdem er jetzt gerade gestorben war. Oder sozusagen. Ja, könnte man eigentlich sagen. So. So, an William Spender von Verborgen.
Da haben die Kroganer bestimmt nichts dagegen, wenn sie sie mit Essensrationen bewerfen. Aruane. Kann sein, wenn sie die nicht essen können, dann werden sie es wahrscheinlich als Beleidigung empfinden. Oder möglicherweise sind die sogar tödlich. Die haben ja alle ihre eigenen Diäten. Aruane, ja, klingt so weiblich. Hey, da, der Schlüsselsatz. Haben Sie überhaupt den Scrambler benutzt? Ja, den ich Ihnen gegeben habe. Ich wette, er liegt irgendwo in Ihrem Quartier herum. Ja, manche sollen da reingehen, ganz schnell. Wir müssen ins Spenders Quartier den Scrambler suchen, vermute ich doch stark. Spender hat also Waren von der Nexus zu diesen Exilanten geschmuggelt. Warum? Ja, dieser Aaron scheint wegen irgendetwas besorgt zu sein, das in Spenders Quartier auf der Nexus versteckt ist. Na, dann gehen wir da mal hin. Aaron! Mit dem Betrüger bin ich schon mal aneinander geraten. Was hat er mit Spender zu schaffen? In dem Datenpad wird ein Scrambler erwähnt. Er würde den Zustand der Datei in den Sicherheitsarchiven erklären. Aha. Ich empfehle Ihnen dringend, ihn sicherzustellen. Richtig, wir müssen also nur den Scrambler finden. Dann ist Spender geliefert. Alles klar. Aha. Dann machen wir das doch mal, oder? Ja, ja, die Überwachungskameras, die Dateien von den Überwachungskameras, die waren doch schwer beschädigt. Ja, klar. Ich erinnere mich sogar recht gut. Aha. So, haben wir hier Munition. Ja, ja, Munition und Gesundheit. Da hätte ich mich daneben aufstellen müssen, als ich die gesprengt habe. Na, man müsste es wahrscheinlich, genau das war das Schlüsseldings, dass du alle auf einmal dann sprengst, ne? Ja. Also irgendeine von denen kriegst, die das dann ist, die das bewirkt, dass alle anderen auch gesprengt werden. Ja, ja, wahrscheinlich hat die eine, die ich von vorne gesprengt habe, auch die an der Seite gezündet. Ja. Oh ja. Und dann machst du die drauf aufmerksam. Ja, wie der Typ, der da abgehauen ist, war das der Aaron? Also das ist ja dann noch wohl ein Mann. Also war der das oder wer? Oh, ich kann schon ganz schön lang schweben, ha? Ja, du kannst richtig gut schweben, aber... Gut. Aber du kannst auch noch viel besser sterben. Ja, das geht schneller. So. Haben wir hier noch was zu tun? Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Nexus und machen das, oder? Oder was meinst du? Ja, wir können... Ich meine, die Nexus läuft nicht weg und das Scrambler vermutlich auch nicht. Nee, das klingt immer so dringend, ist aber gar nicht so dringend. Ja. Whatever you like. Make up your mind, please. Wir haben noch Waffenlager. Sind die hier? Gucken wir doch mal ins Log. Das war unter zusätzliche Waffenlager. Ja. Aber ist auch eine von diesen Sachen, wo du zufällig drauf stößt. Hier ist gar nichts. Ach, das ist wieder so ein Blöder. Hier, das ist das hier. Ah, hier, Leben die drei Säbel, das haben wir ja noch. Ja, daran haben wir doch auch genau. Das wollten wir noch machen, genau. So, da haben wir auch gleich einen Pott in der Nähe. Klar, wenn wir schon mal hier sind. Ja, klar, machen wir erst mal, was zu machen ist. Tiefer unter uns, wenn hier ein Pott ist, dann... Ich dachte schon, der Nomad wollte uns nicht mehr reinlassen. Hat dich wahrscheinlich nicht wiedererkannt. Wir müssen hier irgendwie irgendwo... Ja, Entschuldige. Gitter ist am Steuer. Das würde ich gerade beim Nomad entschuldigen. Naja, ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Jetzt muss mich erst mal dran gewöhnen. Ne? Wenn Sie Schrott horten, gehören diese Gesetzlosen keiner Gruppierung an. Bleiben Sie also wachsam. Hä? Die schießen, bevor ich sie gesehen habe. Lästig, ihr komischen Typen. Immer schön Deckung nehmen. Hier gibt es keine Deckung. Ah, es ist ein Kollektiver. Das ist übrigens ein Kroganer-Hammer. Der war ein bisschen weit weg hier für einen Hammer.
Wo ist er? Ich würde sagen, er ist wahrscheinlich links irgendwo gewesen. Oder noch da. Guck, da ist er. Der da ist er. Ja, natürlich ist er nicht so blöd, dass er sich jetzt hier so wie wir mitten in die Landschaft stellt. Warum? Weil er ist in Deckung gegangen. Wir nicht. Aber ich stand da und habe drauf gewartet, dass er rauskommt, um zu schießen. Natürlich, ich habe dich auch nicht gesehen. Ich dachte mal, warum brennt das hier? Tja, Sieht gar nicht gut aus. Leichte Frage. Ein Shuttle-Landungsgestell. Hm. Aber das Zeug bringt alles keine Punkte mehr. Nee. Davon haben wir schon jede Menge gescannt. Das bringt alles... Ja, ist jetzt wahrscheinlich der, nur die Erkenntnis, was es ist, aber nicht mehr, keine FTs. Ich weiß nicht, waren wir nicht auch schon mal hier? Naja, so abgestürzte Shuttles hatten wir schon öfter mal. Ja. Ja, ist irgendwie auch ein bisschen blöd, dass die mal wiederkommen, diese Typen. Wenigstens ein bisschen Iridium. Das ist die ganze Ausbeute. Und da muss ich mal auf die Karte gucken, ob ich hier überhaupt richtig bin. Das ist blöd. Wir müssen dahin. Ja, dann müssen wir der Straße entlang. Da hilft nichts. Genau. Hier kommen wir vermutlich nicht über die Berge drüber. Denke ich auch nicht. Du wirst wahrscheinlich der ganze Straße folgen müssen. Diese ganze Ecke der Straße lang folgen müssen. Einmal um den Gebirgsstock drumherum. Also festhalten, Gitter am Steuer. Na ja, komm, es reicht auch. Ich mag meine Autos hier. Sehr anziehen. Ist gar nicht viel los hier. Na, das sind immer ein paar. Da oben sehe ich so ein Strichmännchen rumhängen. Siehst du? Ja. Ich denke mir, das ist einer. Könnte mich natürlich auch irrtern. Aber guck mal, da oben sieht doch aus wie ein Mensch. Ja. Oder oben so ein menschähnliches Wesen. Ja, ist es auch. Noch einer. Und da ist auch noch einer. Also drei Punkte haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Noch mehr Gegner! Ja. Sind sie nicht? Ja, was aber gut getroffen. Oh. Nicht nachladen! Achtung! Was heißt Achtung? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Aber es sind jetzt noch da mehrere. Oben kommen sie, ja. Ja. Oh ja, die kommen jetzt raus. Oh, das war nicht so gut wie vorhin, aber die hat ja auch nicht stillgehalten. Na, der hält still. Den könnte man sich doch holen. Ja. Auch sind noch welche da. Ja, ja. Man muss sie nur finden. Wo sind eigentlich unsere Freunde? Sind die auch irgendwo? Weiß gar nicht, wo treiben die sich um? Da. Ah, da ist Cora. Tun die überhaupt was? Ich glaube, die sind außerhalb von ihrer Reichweite. Hier oben sehe ich niemand. Müssten aber da sein, irgendwo. Ja, ich habe nie gesehen, aber das nützt mir im Moment nicht allzu viel. Ja. Ja. So Scharfschütze gefällt mir. Ja, wenn er trifft, und du triffst mal, ist ein paar. Ja. Aber der hat sich jetzt geduckt. Ja, hat ihm nichts genutzt. Nur zwei. Ja. Man muss ihn schon finden. Wissen, dass unsere Freunde hier. Doch, korrekt steht da. Gesetzlose. Ja, das ist Gesetzlose sind, haben wir schon lange gemerkt. Ich habe hier keine Deckung. Hier. So, wo war der?
Da. Da. Geht das so weit? Nee. Halt, da, halt, halt. Da, 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 der da. Gut gezielt. Ja, sehr gut gezielt. Und die Anarchisten. Die werden wir uns auch noch holen. Hat den. Der, ja, genau. Trägt den. Das ist ein Kriegsschrei oder was? Da steht daneben und guckt zu. Also irgendwo wundert mich das schon ein bisschen. Ja, ja, Dreck ist auf Nahkampf. Und mhm. Aber wenn Sie die jetzt nicht folgen, dann wundert mich auch. Die Reichweite von Cora ist auch nicht so groß. Mhm. Mal irgendwo sind sie ja da. Was soll ich hier scannen? Ja, erstmal Munition holen. Erstmal Munition nachfassen, genau. Das ist nichts. Ich nehme an, die interessanten Sachen sind auch drin. Das würde ich auch sagen, ja. Wir brauchen ja noch mal ein paar Antworten. Terranische Nieten. Wollten wir sowas nicht schon lange haben? Ja. Nieten gibt es hier viele auf Kedera. Halt. Ja, Nieten gibt es hier jede Menge. Aber ich fürchte, mit den Nieten könnte Gil nicht viel anfangen. Ja, das anzunehmen. Nee, alles nix. Die Plattform ist ziemlich unergiebig. Aha, hier ist wieder was zum Scannen. Ja. Sie haben sie vermutlich bei ihren Überfällen erbeutet. Hm. Macaroni mit Käse. Schokoladenpudding. Weihnachtsschinken mit Rosinensoße. Oh, Limited ja, Edition. Und Haggis haben sie auch. Haggis. Ja. Naja. Leben ja im Land of Plenty. Hm. Hm? Angara kein Problem. Also weißt du. Das ist doch nicht zu fassen, ja. So. Es scheint, als hätte die Crew gemeutert. Ja. Also Yale war der Boss und die haben ihn abgesetzt. Und der scheint jetzt auf Eos zu sein. Wahrscheinlich hat er sich jetzt da schön häusig auf Prodromus niedergelassen. Wundern will es mich nicht. Ja. Keiner weiß das von seinem Doppelleben. Könnte sein. Wo soll er sonst rumhängen, naja? Granaten, Gewehrmods, Körperpanzerung. Sie sind gut ausgerüstet. Das ist Militärequipment. An sowas kommt man nicht so einfach ran. Ja, wer hat das wohl? Da ist wohl einer von der Nexus. Hä? Na, Spender haben wir schon. Da haben wir noch mehr auf der Nexus. Also sag du, da die Nexus noch ist mehr eine auf Höhle der von Nexus, die die schlimmen Typen. Ja, was soll denn daraus werden jemals? Mit solchen Leuten, die da auch wahrscheinlich solche Positionen haben, dass sie das auch alles dass sie das auch machen können überhaupt. Ja. Das sind doch Leute, die entsprechende Positionen auch wirklich bekommen halt. Also ist da wirklich sind die anderen Leute denen richtig ausgeliefert? Ist doch schlimm. Ach, hier kommt man gar nicht rein, jedenfalls nicht von hier. Aha. Hier ist ein Datenpad. Ganz nett Och, hier. Ganz gemütlich hier. Mhm. Schöne Aussicht. Naja, so schön ist die Aussicht auf der Seite nicht. Ja, die andere Seite sieht doch deutlich hübscher aus. Dämpfungsspul. Ja. Also was Besseres hätten wir uns schon da lassen können. Ja. Wenn sie schon so viel geklaut haben. Ja, hier nochmal.
dasselbe. Hier, ja. Bruch mit der Nexus. Ja. Also kam Yale wohl von der Nexus. Ja, genau. Der war wahrscheinlich der Typ, der war wahrscheinlich der Typ, der ihnen das gegeben hat. Ja. Okay. Dieser ehemalige Anführer Yale. Er ist auf Eos. Er war ihre Verbindung zur Nexus. So ist es. Worauf warten wir noch? Statten wir ihm einen Besuch ab? Na gut, sollten wir vielleicht. Ich speichere alles, was wir gefunden haben, als Beweis. Es wird uns mit Sicherheit noch nützlich sein. Irgendwann muss es doch mal Fallschaden geben, oder nicht? Ja, ich meine. Diese Folge ist der Platz, das zu versuchen. Dabei drauf zu gehen. Ich meine, es ist ja nur eine Fortsetzung des Beginns. Nein, ich würde jetzt sagen, sowieso ist hier jetzt alles eine Fortsetzung des Beginns, aber ist egal, wir machen jetzt Schluss. Ja, wir können uns den Transfer sparen und ich würde sagen, wir sehen uns auf Eos wieder. Würde ich auch sagen, genau. Dann bringen wir die hier zum Abschluss, die Sache. Hoffentlich. Genau. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.